Der, der mit Pareto arbeitet, der verkaufen kann, verdient dann 1,6 Millionen im Jahr. Sprechen wir über die wichtigsten Mythen in Bezug auf Verkauf. Der erste, ich muss nicht verkaufen. Ich muss nicht verkaufen. Was ist die Wahrheit? Das ist ja ein Mythos. Was ist die Wahrheit? Ich muss das ganze Leben verkaufen. Das Leben ist verkaufen. Das Leben ist verkaufen. Das ist so wichtig und das klingt so wenig toll, was wir jetzt besprechen. Es ist aber die Grundlage. Und die Grundlage, die müssen wir uns jetzt auch einmal erarbeiten. Ich habe damals zu meinem Coach gesagt, das war dieses Gespräch, als wir festgelegt hatten, ich muss und musste mich verpflichten, 100.000 zu verdienen, damals Mark pro Monat in 3 Jahren. 100.000. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, und wie mache ich denn das jetzt? Und jetzt habe ich aber tolle Strategien erwartet vom äußeren Spiel. Systeme, Strategien, ganz klare Schritt-für-Schritt-Pläne. Und dann antwortet der mir doch, ja, das ist der beste Tipp, den ich Ihnen geben kann. Und jetzt war ich weit offen. Ich sollte in 3 Jahren 100.000 pro Monat verdienen. Jetzt kommt der beste Tipp, den mir ein erfolgreicher Mann geben kann. Dann sagt er, lernen Sie verkaufen. Damit war das Gespräch für den beendet. Da war ich richtig weit. Ich fühlte mich weit verarscht. Verkaufen. Lernen Sie verkaufen. Er wollte mir eigentlich nur sagen, du musst verkaufen. Er hat mir damals auch eine Brücke gegeben, damit ich das besser verstehen kann. Und ich möchte es Ihnen auch sagen. Stellen Sie sich mal jemanden vor, den Sie in Ihrem Leben sehr gerne kennenlernen würden. Gibt es jemanden, den Sie nicht kennen, den Sie gerne kennenlernen würden? Einfach mal ein paar für Sie aufgelistet, die vielleicht spannend sein könnten. Arnold Schwarzenegger, Bischof Tutu, Barack Obama oder der Papst. Ist gar keine Frau dabei, das ist schlecht. Wer möchte gerne eine Frau kennenlernen und sagt uns das? Nicht zum Zwecke der Heirat, sondern weil er sie bewundert. Hillary Clinton, haben wir eine, Dankeschön. Was müssten Sie tun, um die kennenzulernen? Und dann kommt mein Coach um die Ecke und jetzt denke ich wieder an äußeres Spiel. Ich denke wieder an Strategie und so weiter. Dazu müssen Sie verkaufen lernen, hat er mir gesagt. Dazu müssen Sie verkaufen. Habe ich nicht verstanden. Und dann sagt er, das ist Brücken bauen. Ich sage das mit meinen Worten. Er hat nicht genau diese Worte benutzt. Aber Brücken bauen. Und Brücken bauen, kommunizieren bedeutet so sprechen, dass der andere mich versteht und dass er mich mag. Wann mag er mich denn? Wann mag mich denn jemand? Bitte? Ja, wenn ich so reden kann, dass er mich versteht. Das ist wirklich so einfach. Ob es dann reicht für eine tiefere Beziehung, darum geht es nicht. Ich wollte ja nur mal kennenlernen. Verkaufen heißt Verbindung herstellen. Bitte schreiben Sie sich das mehrmals auf, weil es wirklich so wichtig ist. Das zweite Mythos, ich kann nicht verkaufen. Die Wahrheit ist, jeder kann es lernen. Jeder kann es lernen. Wir müssen nur einen großen Fehler lernen abzustellen. Was ist der größte Fehler im Verkauf überhaupt, den man machen kann? Der größte Fehler ist, alle gleich zu behandeln. Wissen Sie, was Lernen ist? Die beste Definition für Lernen ist, Unterscheidungen feststellen zu können. Wenn ich feststelle, dass ich etwas so oder so oder so machen kann, dann fange ich an zu lernen. Wenn ich nur einen Weg habe, ist das kein Lernen. Wenn also jemand Tennis spielt und er hat einen falschen Griff und ich sage dem, pass auf, wenn der Ball so kommt, dann halt den Schläger ein bisschen so, bei der Rückhand halt ihn ein bisschen so, bei der Fußstellung kannst du auch, dann fängt er an zu lernen. Und das ist in der Kommunikation genau dasselbe. Wir müssen anfangen zu verstehen, dass jeder etwas anderes braucht. Und wenn wir das verstehen, dann lernen wir. Pareto sagt 80-20. Wer kennt das Prinzip? Was heißt das? Wie viel mal mehr verdient ein erfolgreicher Verkäufer im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Verkäufer? Das haben Sie sich behalten. 16 mal mehr. Wer weiß das noch? Super. Ich rechne es einmal ganz kurz vor, damit das, weil, und es geht nicht nur um Verkäufer, es geht um jeden Job, jeden Beruf, jede Branche. Sagen wir mal, in einer Firma gibt es 10 Verkäufer und 1 Million Provision werden ausgeschüttet. Jetzt sagt Pareto,
20% der Vertreter, der Verkäufer, bekommen 80% der Provision. Und jetzt schauen wir mal, warum bedeutet das das 16-fache? Naja, was ist 20% von 10? 2. Die kriegen 80% von der Million, sind 800.000. Und wenn ich jetzt 800 durch 2 teile, sind das 400.000 bekommt jeder von den beiden Top-Vertretern. Jetzt bleiben noch 8 übrig. Die teilen sich 20% von der Million. Wie viel ist das? 200. Wie viel ist 200 geteilt durch 8? 25. Und genau das ist die Wahl, die wir haben. Entweder verdienen wir 400.000 oder wir verdienen 25.000 im Jahr. Das ist der Faktor 16. Ist das nicht ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt? Das ist der Faktor 16. So, wenn jetzt jemand sagt, bei mir ist das Durchschnittseinkommen aber nicht 25.000 in meiner Branche, sondern 100.000, dann bedeutet das, der mit Pareto arbeitet, der verkaufen kann, verdient dann 1,6 Millionen im Jahr. Das dritte Mythos, ich mag nicht verkaufen. Darf ich Ihnen etwas dazu sagen? Vielleicht, wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sind, vielleicht hat Sie jemand mitgebracht, der möchte, dass Sie das auch mal hören. Für Sie ist das klar, aber der Mitgebrachte sitzt jetzt da und sagt, genau, ich mag nicht verkaufen. Darf ich Ihnen das ganz deutlich sagen? Das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Und ich kann es Ihnen beweisen. Stellen Sie sich mal vor, Simsalabim, wir machen jetzt etwas in dem Seminar, was natürlich nicht geht, aber stellen wir uns vor, ich könnte das. Ich würde jetzt mit einem Zauberstab über Sie streichen und auf einmal Simsalabim, Abracadabra, könnten Sie alle super verkaufen, jeder von Ihnen. Und die Fähigkeit würde Ihnen keiner mehr wegnehmen. Das heißt, in einem Gespräch würden Sie immer erreichen, dass man Sie versteht und mag. Sie könnten die Ergebnisse erzielen, wie Sie wollen, wenn Sie denken, das ist ethisch in Ordnung. Sie können das, sind ein Top-Verkäufer. Sie sind automatisch jetzt auch in dem Faktor 16 drin. Gibt es dann irgendjemand, der sagt, das lehne ich ab? Was ich Ihnen sagen möchte, ist etwas ganz Wichtiges. Es geht niemals darum, dass Sie es nicht mögen, sondern Sie mögen es nicht, weil Sie glauben, es nicht zu können. Wir mögen ganz oft etwas nicht, weil wir denken, wir können es nicht. Und doch gibt es auch bei den Menschen, die es nicht mögen, gibt es Situationen, dass die plötzlich jubelnd um die Ecke kommen und sagen, da habe ich jemanden von etwas überzeugt. Die freuen sich. Die freuen sich schon. Sag ich, ach, auf einmal magst du es. Ja, natürlich mögen die es. Wir müssen es uns nur bewusst machen. Wir generalisieren, blenden alles aus. Die drei Werkzeuge des Gehirns. Natürlich mögen wir verkaufen, wenn wir es denn können. Wir müssen nur den Willen haben, es zu lernen. Das ist doch alles. Danke, dass ich durch Verkaufen ein gutes Leben haben darf, wäre der Satz, den ich lieber hätte als ich mag nicht verkaufen. Danke, dass ich durch Verkaufen ein gutes Leben haben darf.